Wir haben 16, 13. Okay, dann wirst du als Hofarzt eingesetzt. Da geht sie hin, unsere Kohle schon wieder. Ich mache mir wahrscheinlich jetzt voll die Mühe und dann überlebt ihr gerade mal vielleicht ein Jahr oder so, weil die Fraktion kommt. Dann Spieltreffen. Ihr werdet Kinder zu einem Spieltreffen einladen. Oh, das ist ein neues Ereignis, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn mich das... Ja gut, es kostet mich ein bisschen was. Wir werden es trotzdem mal machen, weil ich Bock habe, mir dieses Event mal anzuschauen. Und wir können die Meinung unserer Vasallen und Höflinge verbessern. Also, wieso nicht? Wir können den Titel Herzogtum von Ruhunu noch nicht schaffen, weil wir zu wenig Kohle haben. Wir sind nicht verlobt, kein Spielererbe. Okay, wir kümmern uns jetzt erstmal ein bisschen um die Kultur hier. Die zwei müssen mal unsere Kultur jetzt annehmen. 6 Jahre, liebe Leute. Uiuiui. 6 Jahre. Wir spielen natürlich bayerisch in Lien, Siska. Wie immer. Ein bisschen bayerisch muss immer dabei sein. Und wir spielen einen Herrscher mit 0 Werten und 0 Eigenschaften. Gut. Sollen wir vielleicht gleich mal gucken, ob vielleicht bündnismäßig irgendwas geht. Tikana von Gurgi. Ah, 1000 Truppen. Ganz hier oben. 1000. Ist der? Hier drüben. Die haben halt eine relativ lange Anreise. Für den Kriegsfall. Sind sehr weit weg, ne? Da hätten wir sogar noch Ansprüche auf Titel. Die vererbt werden würden. Auf Tikana. Das wäre hier oben. Na gut. Aber überall, wo wir unsere Finger reinkriegen könnten, wäre schon mal nicht schlecht, oder? Das wäre schon mal nicht schlecht. Oh, ganz viele Ansprüche hier. Bündnispartner 487, ein bisschen näher dran. Guck mal, mehr so Bündnisse hier oben. Da fände ich jetzt auch nicht verkehrt. Munda. Munda ist hier. Ich würde mal sagen, wir holen uns ein Bündnis und Ansprüche. Als ich diese Anfrage zum Spieletreffen zum ersten Mal bekommen habe, war ich etwas skeptisch und habe meine Erben nicht mitgehen lassen, weil ich Angst hatte, dass ihn jemand entführen will. Ich habe bisher auch nur immer die Option gehabt, quasi meine Erben hinzuschicken, aber ich habe es noch nie selbst ausgelöst. Na gut, also wir gucken mal rein bei der einen Bündnispartnerin hier, die Saub Hagyadefi Solanki. Guckt ein bisschen grimmig, ist gesellig, stur und paranoid ist natürlich immer sehr schlecht. Auf der anderen Seite bringt sie ein Bündnis mit von, naja, 487. Hier oben ist jetzt nicht so viel. Aber ein paar so Ansprüche und das ist vielleicht gar nicht so zu verachten jetzt. Ne? Das heißt, wir machen ein Bündnis mit der guten Dame. Die sieht so grimmig aus. Und los mit dir. Wir schicken es ab. Okay. Dann werde ich jetzt mal die Pause lösen und wir gucken mal, wohin uns der Weg hier mit Rohan führt. Sehr gespannt. Eine armselige Feier. Ich fasse es nicht. Trotz meiner Einladungen und Vorbereitungen taucht kein... Oh Gott, das ist aber sehr traurig. Tauchte kein einziger Gast bei meinem Spieletreffen auf. Sei es drum, es kümmert mich nicht. Dann genieße ich all die Leckereien eben ganz allein. Und diese Spielzeuge. Und warum ist denn niemand gekommen? Das ist ja gemein. 20 Anspannung. Oh, der Arme. Naja, kann mal passieren. Offenbar, entweder ist niemand da oder die können uns nicht wirklich leiden. So, wir haben die Verlobung. Das ist schön. Können wir denn vielleicht schon mal beginnen? Oh, wir müssen bei dir anfragen. Können wir denn bei dir schon irgendwo Ansprüche machen? Also, wir müssen hier mal die Treue schwören. Und ich würde sagen, wir gehen auf die Religionssteuer. Wir bekommen dann zwar hier die Vasallenbande mit hohen Steuern und normalem Aufgebot, aber sind dadurch quasi geschützt und können
Oh, nee, wir müssen ja gar nicht. Mann, ich bin so blöd heute. Was ist denn los? Das ist bestimmt die Hitze. Wir müssen ja gar nicht. Ich bin immer, denke immer daran, dass ich katholisch bin. Ich bin ja gar nicht katholisch. Wir können normale Steuern und normale Aufgebote machen. Solange sich er hier nicht an unserer Kultur stört, ist alles gut. Dankeschön für euer Mitleid im Chat. Vielen, vielen Dank, dass niemand zu der Party gekommen ist. Das wünscht man doch niemanden, oder? Dass man eine Party ausrichtet und dann kommt niemand. Das ist schon echt irgendwie, ich weiß auch nicht. Sehr traurig wäre das. Na gut, wir könnten, ich weiß gar nicht, welche Boni es gibt, wenn wir auf hohe Feudalpflichten gehen. Oder auf niedrige. Ah, die macht er nicht. Wenn er die Meinung noch ein bisschen verbessern würde, dann würde er sogar niedrige Feudalpflicht annehmen. Wir machen mal die normalen. Wir wollen ja nicht gleich hier mit der Tür ins Haus fallen. Herr Maharaja Virarazentira. Färben Sie unser Rohan bitte hellrot ein. Erinnert ein bisschen an das Gnizno-Rot. Ich sag's ja nur. Erinnert ein bisschen an das Gnizno-Rot. Ein Traum, ich hasse Partys. Naja, aber wenn du selber eine Party ausrichtest und dann kommt niemand, das ist aber schon irgendwie ein bisschen doof dann. Man rechnet ja eigentlich damit. Der Sepp mit seinen 0 Punkten hat es wahrscheinlich nicht einmal so recht gemerkt, dass niemand zur Party gekommen ist. Hey, Moment, er hat einen Punkt. Er hat einen Punkt hier, ne? Der hat das schon mitbekommen. Könnte ich mir vorstellen. Gut. Wir haben jetzt 537 Leute. Hier drüben. Ah, der hat schon 700. Hat sich der einmal mal Kriegsvolk gekauft? Kann mir das mal einer erklären, wie sich die KI einfach mal hier 300 Kriegsvolk kaufen kann? Der hatte doch auch keine Kohle. Na gut, hier oben sieht es echt schwer aus, weil das alles Herzogtümer sind. Und zwar Mega-Herzogtümer. Er wäre noch eine gute Alternative hier mit seinen 800. Ihr könnt ja mal gucken, ne? Also 95% für ein bisschen ist so schlecht drauf. Oh, der hat sogar die andere Religion. Jetzt hier ziehe ich es erst. Ah, ich dachte, der hat die gleiche Religion wie wir. Okay. Das heißt, es wäre vielleicht doch gar nicht verkehrt gewesen, wenn wir auf die Religion gegangen wären. Es kann jetzt durchaus sein, dass er jetzt hier ankommt und von uns die Religion gewechselt haben will. Okay, wir machen mal einen Komplott. Wir schmieden das mal. Und 95% ist ja nicht schlecht. 12 Monate. Also er ist sehr unbeliebt offenbar. Wobei mitmachen tut niemand. Eins hier unten. Der Raj. Notfalls. Ich bin mal sehr gespannt. Wir können es uns natürlich auch gleich mal schön verscherzen jetzt mit ihm. Wenn das jetzt auffliegt. Ein Weiser kann mehr von den Feinden profitieren als ein Dummer von seinen Freunden. Oh, wo stand denn das? Lieber Fungi. Lass mal die Zeit ein bisschen laufen. Und werden mal gucken. Bemerkenswerter Gast. Ein neues Gesetz. Was für ein neues Gesetz? Begrenzte Lehnsautorität ist eingeführt worden. Jetzt, wenn ich mal hier reingucke. Leichtes Fußvolk wäre so erstmal das höchste der Gefühle, dass wir uns demnächst leisten könnten. Leider können wir den Papst nicht anpumpen für ein bisschen Kohle. Was sehr schade ist. Ich mache mal ein bisschen schneller. Uiuiui. 2 Jahre, um den Hugo zu beeinflussen. Oh, Moment, 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 Moment. Meine Damen und Herren, da hat sich was getan jetzt hier. Da hat sich gerade was getan. Er hat seine Provinzen, seine überschüssigen Provinzen abgegeben. Ach, da ist ja nochmal was hier oben. Das ist aber unzugängliches Gelände. Da können wir leider nicht anlanden. Okay, das heißt, wir haben hier lauter einzelne. Oh, das sieht ja richtig gut aus. Frage ist, wir haben leider keinen Kriegsgrund jetzt. Wir müssen sofort, aber
sofort jetzt beginnen mit dem Generieren eines Anspruches. Das heißt, wir werden sofort gleich wieder die Kohle verlieren, aber das macht gar nichts. Oh, die ganzen Agenten sind wieder aus dem Komplott entfernt worden. Wir sind nur noch bei 85. So, der Hugo soll empfänglicher werden für meine Versuche, ihn zu beeinflussen. Nachsichtig ist er, paranoid, tapfer und Denker. Das ist ein bunter Mix an Eigenschaften. Da passt ja irgendwie gar nichts. Ich lobe mal seine Rationalität. Wer freut sich denn nicht über so ein Lob, liebe Leute? Könnt ihr denn hier euch vielleicht sogar... Nee, wir sind noch kein Herzog, deswegen können wir leider nicht vassalisieren. Ui, also das, ich muss schon sagen, ne? Nizno war ja schon ein schwieriger Start. Er ist begeistert, sehr schön. Nizno war ja schon ein schwieriger Start. Ich habe das Gefühl, dass das hier nochmal eine Schippe drauf liegt jetzt. Ah, 69% nur noch. Was ist denn los? Wieso hauen denn jetzt alle ab hier? Leute, jetzt sind wir bei 3 Jahren. Okay, wir müssen das nicht mehr machen. Das Komplott ist mir ein bisschen zu gefährlich, weil er eh schon schlechte Meinung hat. Weil er hat ja hier unten alles abgegeben. Das heißt, uns steht der Weg jetzt offen. Erwachende Anziehung. Eingekuschelt in meine Decke schlafe ich langsam ein. Vor mir steht ein prächtiges Tier, das mich mit einer Kopfbewegung auffordert, ihm zu folgen. Als wir einen Hain betreten, pocht mir das Herz, mein Körper beginnt zu kribbeln. Meine Seele ächzt vor Sehnsucht. Als ich mich umdrehe, ist das Tier verschwunden. Und wo es vorher stand, sehe ich nun ein... Ich dachte, wir hätten das schon festgelegt. Ein wunderschönes Mädchen. Das Erwachsenwerden. Konnte ich meine Ausbildung in Sachen Diplomatie abschließen? Obschon ich nicht viel erreichte, ist es eine Erleichterung, endlich überhaupt Ergebnisse zu sehen. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, wird mir klar, dass ich nie echte Bande zu jemandem geknüpft habe. Auch wenn ich andere mit Freunden spielen oder über die Liebe flüstern hörte, habe ich dies nie selbst erlebt. Bin mir sicher, die kommenden Jahre werden mir neue Freunde und neue Gelegenheiten bringen. Meine Güte, wir haben aber echt einen armen Kerl jetzt hier. Okay, ein Ein-Sterne-Diplomat. Das, was wir gerade so noch minimal bekommen müssen. Aber ist okay, damit kann ich jetzt leben. Weniger Punkte geht einfach nicht mehr. Außer es würde die heilige Stätte von Dagon noch wegfallen. Aber da kann ich jetzt auch nichts machen. So, ein Lebenswandel. Wir gehen in die Diplomatie natürlich erstmal. Oder wir gehen gleich in die Verwaltung. Wir brauchen ja eigentlich die Kohle. Oh Gott, was haben wir denn aktuell für ein Limit? Okay, wir haben 5 Maximum an Domänen, obwohl wir 0 Verwaltung haben. Das ist schon mal ordentlich. Ich würde fast sagen, in der Diplomatie, das hier oben, ne? Meinungszuwachs durch Geschenk ist gar nicht mal schlecht. Aber dadurch, dass wir noch so klein sind, sparen wir uns das. Wir gehen erstmal in die Kohle wieder, wie immer. 10% mehr Kohle sind fast 100% mehr Kohle. Dann, wir werden heiraten, liebe Leute. Wir bekommen noch das Bündnis. Die gute Dame kann uns unterstützen. Vielleicht in der Diplomatie, dann würden wir 2 Punkte bekommen. Ah, die wird mal so, ne, so ein Mischmasch machen. Und jetzt sieht das schon viel, viel besser aus. 3, 2, 1, 1, 2, Mensch. Okay. So, dass sie das immer noch nicht gefixt haben mit dem Erfolg hier oben, ne? Dass das immer wieder kommt hier. So, da kommt die erste Fraktion. Der Bauernpöbel. Hier oben. In 50 Monaten. Sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. Wir brauchen für die Konvertierung der Kultur 5 Jahre. Na gut.
Wir gucken mal. 13 Monate noch. Ich hoffe, wir können ihn jetzt demnächst mal ein bisschen... Wenn wir ihn noch ins Plus bekommen. Vielleicht, ne? Wir gucken mal rein. Ja, wir haben hier einen Tempel. Dann würden wir hier auch noch mal ein bisschen vielleicht mehr bekommen, oder? 118. 78. Nee, Quatsch. 118. Also da müsste noch mal ein bisschen mehr reinkommen. Ist jetzt für den hier unten wahrscheinlich nicht so relevant. 249. Der krebst auch so ein bisschen so am Minimum entlang. Nicht verheiratet, komischerweise. Mit 25. Was ist da los? Du bist ja hier schon kurz vorm Sterben. Hier oben 363. Also, ich sag mal, wenn wir das hier oben haben, diese Ecke hier haben, ich glaube ja, dass man das sogar dann als Königreich sehen kann. Genau. Das Königreich von Lanka. Wenn das so ist, wenn wir das mal haben, dann ist die Hälfte der Miete schon geschafft. Erstmal. So, wir haben die Dokumente hier unten für die Grafschaft. 90 Gold. Wir haben aktuell 93 Gold. Und wir holen uns den Anspruch natürlich und werden sofort hier übersetzen. So schnell kann der gar nicht schauen. Da stehen unsere Truppen schon hier drin. Guter Mann. Das tut mir jetzt sehr leid, dass du der Erste bist. Aber zum einen ist die Provinz am größten. Und zum zweiten fangen wir hier von unten einfach an, das Feld aufzurollen. So, ich finde es sehr schön, was sie gemacht haben mit dem Kriegserklären-Bildschirm. Dass sie das ein bisschen übersichtlicher gemacht haben. Dass sie dieses seitlich ausgeklappte Fenster rausgenommen haben. Dass du die Kohle auch zum Beispiel auch gleich wieder siehst dann. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Gut, kostet uns ein bisschen Prestige. Wir werden wahrscheinlich noch nicht ins Minus kommen, oder? Weil wir kein Kriegsvolk haben. Okay, er hat 5 Schorfer, heißen hier die Champions. Okay, aber sonst auch nichts. So, Allmann auf Gefechtsstation, holt das bayerische Schild heraus und marschiert hier rüber. Dann, nächste Aufgabe wäre, wir müssten vielleicht mal gucken, wäre dann wahrscheinlich das hier oben gleich. Wir gehen mal herzogtumsmäßig vor. 445, der hat aber ein bisschen mehr, oder? Ah, dann holen wir uns zuerst den. Also, guter Herr, erstmal nach Candy. Oh, und vielleicht. Okay, wisst ihr, was wir machen? Probier mal was. Der ist jetzt, okay. Also, wir werden wieso kann ich denn meine Vasallenbande nicht ändern? Ach, hier oben. Ich weiß nicht, was los ist heute. Vielleicht lag es daran, dass ich heute meine Katze zweimal vom Baum gerettet habe. Das kann durchaus sein. Dieser Volltrottel. Hol ihn runter und erstmal schon eine halbe Stunde gebraucht, bis ich ihn überhaupt bekomme. Hol ihn runter, setz ihn auf den Boden und was macht der Trottel? 5 Sekunden warten und dann wieder hochklettern. Da war ich aber sehr sauer. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein bisschen zu nah an der Sonne war, dadurch, ich weiß es nicht. Was ich eigentlich wollte in der Vasallenbande ist, ich würde mir gern die Ratsrechte hier garantieren. Oh ja, der wollte aber runter. Der wollte definitiv runter. Der ist auch schon, hat es immer probiert, runter zu klettern und so weiter. Und hat geschrien oben wie am Spieß. Aber irgendwie ist er vielleicht doof. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Leiter jetzt stehen gelassen, weil ich weiß, sobald er wieder draußen ist, springt er sowieso wieder hoch. Bestimmt. Naja. Katzen halt, ne? Vor allem junge Katzen, 8 Wochen jetzt. Also, Ratsrechte garantiert. Das würde ich gern machen, damit wir uns reindrücken können, wenn das möglich ist. Und wir werden ihm dafür hier die Zwangsteilung geben. Wir haben ja aktuell sowieso die Bundteilung und können hier, können wir eigentlich schon wechseln? Ne,
Wir haben die Erbherrschaft noch nicht. Das heißt, wir haben ja sowieso die Erbteilung. Also von daher können wir hier ihm ein Schnippchen schlagen. Und können ihm einfach sagen, hey, wenn du uns die Ratsrechte garantierst, dann machen wir jetzt einfach mal die Zwangsteilung, liebe Leute. Ne? Und dann ist er voll zufrieden, weil er einfach nicht checkt, dass wir ihn die Zwangsteilung haben quasi. So, das heißt, Vasallenbande ändern. Und jetzt gucken wir mal, ob wir uns reindrücken können. Ne, dann bekommen wir nämlich hier 2 Steuern plus. Wir bekommen nochmal 15% für die Domänen. Und Gebäude, gut, wird noch nichts gebaut jetzt momentan. Aber auch nochmal für den Lebenswandel 15%. Das ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, ist das, ob das so gewollt ist überhaupt. Ich weiß es nicht. Aber so funktioniert das. Hey Damien. Ich habe 14 Wochen alte Katzen. Ah, sehr schön. Ja, Katzen sind schon was Tolles. Ich bin ja sehr Katzen... ein sehr katzenlieber Mensch. Katzenliebhaber. Mehr wie Hunde. Hunde sind mir immer ein bisschen zu viel Aufwand. Und die Katze, die ist jetzt nicht meine, das ist die von meinen Eltern, die in der Nachbarsiedlung wohnen quasi. Und bin ein großer Fan von Katzen. Aber wenn sie sich so verhalten, da denke ich mir dann immer, was zum Henker läuft falsch bei dir. Vor allem, das war kein regulärer Baum, wo du einfach mal so die Leiter anlehnst und dann hochkletterst, sondern das war so ein Baum mit richtig viel Gestrüppzeug, wo du erstmal eine halbe Stunde brauchst, um die Leiter irgendwie sowieso hochzubekommen. Es war nicht schön. Kituka, ein freier Pächter auf meinem Land in Batikaloa, hatte dank ihrer sorgfältigen Planung diese Saison eine außergewöhnlich gute Ernte. So, wir könnten sie rekrutieren, die gute Dame. Wäre gut in Verwaltung. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir hier auch Frauen einsetzen können. Sieht mir jetzt ehrlich gesagt nicht so aus. Da sind jetzt nur Männer drinnen. Theoretisch müsste auch die eine oder andere... wir haben wahrscheinlich nur eine Frau, ne? Ah, wir nehmen uns lieber die Kohle jetzt hier. 50 Gold, die Kontrolle in Tikana. Wo? Ändert sich. Ah, hier oben ist das. Ja. Und unabhängiges Ackerland noch dazu. Für ein bisschen mehr Entwicklung und weniger Kontrollzuwachs. Oder Kontrolle ändert sich. Also wir nehmen die Kohle natürlich, weil wir die aktuell benötigen. Dann wird hier belagert. Er läuft davon. Quer über die Landverbindung. Er hat die Schnauze voll. Er will einfach nicht mehr. Hey Sonic.